Herzlich willkommen zu Thief oder Thief oder wie auch immer man das ausspricht. Ich versuche mich mal in diesem Gameplay. Ich habe diese Spielereihe nie gespielt, aber möchte einfach mal den Einstieg versuchen. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? So, herzlich willkommen zu Thief oder Thief. Ich bin The Target Object von den Twilight Renegades. Ja, ich stelle gerade fest, meine Maus ist urisch langsam. Aber das wird vielleicht noch. Ha, der kratzt sich am Hintern. Kann man eine ganze Menge mitnehmen. Da liegt noch mehr. Okay. Ach schau. Ein Flachmann. Ja, aber noch was. Eine Schere. Ah, Schrank wieder zu, sehr gut. Das sieht gar nicht mehr schlecht aus. Ich stehe gerade fest, ich muss noch mal schnell meine Optionen. Das Ducken müssen wir ändern. Das gefällt mir so nicht. Tut mir leid. Klasse aus. Das Fenster. Jawohl, auf geht's. Hinein. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Besenkammer. Also das Licht haben sie cool gemacht. Das gefällt mir. Da müssen wir wieder schleichen. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Das haben sie gar nicht mal schlecht gemacht. Das gefällt mir. Schloss knacken. Das sind wir irgendwie an Splinter Cell oder ja, irgendwie so. Was haben wir denn da Hübsches? Ein Halskettchen. Nice. Was zum Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Was? Ein Seilpfeil. Aha. Ja, cool. Was alles gibt. Ja, nur, er ist nicht gesprungen. Ah, jetzt.
Okay. Ja, wen haben wir denn da? Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Was irgendwie. Cool. Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Der Lichtschalter an der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du sehen... Entschuldigt, dass ich da so rumstolpern tue, aber... Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Ja, das ist cool. Das ist das, was mir am besten gefällt hier an dem Spiel. So um die Ecke schauen. Bilddose liegen lassen, auch nicht schlecht. Okay, also der Kreis ist wirklich unten links voll drin im Licht. Okay. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Scheiße, ich muss darüber, okay. Er kann doch schon gar nicht mehr laufen vor so viel Plunder in den Hosentaschen. Gary, komm schon. Ach, da ist er. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten... Oh, der Sound abgehackt. Und da redet der von Krach machen. Hey. Na, da ist er. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge.
schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Ah, gar nichts drin hier. Ach, da haben wir es. Ein kleines Tintenfass. Der nimmt doch wirklich alles mit. Was haben wir denn hier? Aha. Noch ein Becherchen und ein Ring. Wunderbar. La la la. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker. Was? Ran ans Fenster. Jawohl, ein bisschen öffnen hier. Aber das Fenster doch wieder zumachen. Ach, es geht automatisch zu. Piepmatz. Hoppala. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Ja, das sehe ich auch so. Das kleine Mädel ist irgendwie ein klein wenig blauäugig. Ein klein wenig, ja, zu forsch bei der Sache. Aber wir schauen mal. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Was soll heißen? Falte dich geräuschlos und bleibe aus... Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Ui. Johnson, komm mal her. Ha? Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Wer ist er?
natürlich bescheiden. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aufs Wasser. Das müssen wir kleiner mal machen. Gesundheit. Wie komme ich da jetzt rüber? Über die Brücke. Hoppala. Kommt ja wer. Frage. Würde ich gerne noch mitnehmen. Wasserpfeile. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Boing. Kann ich da mit dem Körper irgendwas machen? Ah, ja genau. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Um guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Der war cool jetzt. Er nimmt den da und schmeißt den da so hin. Haben sie cool gemacht. Kann man das irgendwie ausmachen? Nee. Ist denn irgendwo was? Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen.
Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Drücke E, um die Flasche aus dem Kreis zu nehmen, und drücke 0, um sie auszurüsten. Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann! Jedes Geräusch. Hey, ich habe jemanden gesehen! Schlecht, ganz schlecht. Verdammt, nein. Ich glaube, ich war da ein bisschen nah dran, würde ich sagen. Was war das für ein Geräusch? Schleicht hier jemand herum? Tja, nicht jedes Geräusch bedeutet Ärger. Heilige Alarmglocke! Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen, aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir, aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir kurz sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in den Arsch treten, Junge, oder? Eine geile Gespräche. Echt super. Oh. Aha, ein Seil. Nix wie rauf da.